Robert Luger von der FPÖ ist nun an Bord. Ja, vielen Dank. Ja, Herr Kanzler, Sie könnten ja auch sagen, so wie es ist, Sie könnten ja einfach zugeben hier heute, dass diese Aktion 20.000 ein Wahlkampf-Gag war. Es war eine Wahlkampfaktion, so nach dem Motto Wählerkauf auf Wählerkosten, indem man hier eine Gruppe herausbiegt, unglaublich viel Geld in die Hand nimmt, um zusätzliche Wähler zu generieren. Genau das ist diese Aktion. Und wenn man es nicht glaubt, muss man nur den eigenen Leuten lauschen, nämlich der AMS-Chef, ihr Herr Buchinger, hat genau das gesagt. Er hat gesagt, dass diese Aktion 20.000 keinen Sinn macht. Und er hat auch gesagt, dass wir dieses Geld viel besser dafür verwenden könnten, um die Menschen zu qualifizieren. Denn genau das ist das Problem. Es ist ja nicht das Problem, dass diese Menschen am Arbeitsmarkt ganz leicht Fuß fassen können. Nein, das Problem ist, dass die meisten Menschen eben nicht qualifiziert sind. Und hier könnte man ansetzen, aber das wollen sie nicht. Was sie wollen, ist ein Geschenk, ein Wahlkampfgeschenk rüberretten und mit ihrer sozialistischen Politik weitermachen, obwohl Österreich bei dieser Wahl den Sozialismus so erfolgreich überwunden hat. Denn der Sozialismus hat in der Geschichte viel Unheil angerichtet, auch in Österreich. Und jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, nach dieser Wahl den Sozialismus hinter uns zu lassen und eine tatsächliche Sozialpolitik zu machen. Abseits des Sozialismus und abseits ihrer Politik, die in Wahrheit dazu geführt hat, dass wir ein Sozialsystem haben, das sehr teuer ist, aber in Wahrheit nicht jeder trifft, die es wirklich brauchen. Das heißt, wir haben ein Gießkannensystem und jene werden vergessen, die tatsächlich Sozialleistungen brauchen. Und das haben wir Ihnen zu verdanken. Wir haben Ihrem Sozialismus auch zu verdanken, dass wir eine Zuwanderungspolitik hatten in der Vergangenheit, die uns die Probleme eingebrockt hat, die wir heute sehen. Und wir haben Ihnen auch zu verdanken, dass es keine Integration gibt mit all den Problemen, die wir jeden Tag sehen, mit den Gegengesellschaften und Parallelgesellschaften, die in Österreich existent sind. Und Sie haben, und da ist Wien das letzte Bollwerk, diese Entwicklung immer geleugnet. Und jetzt stehen wir vor dem Scherbenhaufen Ihrer Politik. Jetzt geht es darum, diese Jahrzehnte Sozialismus hinter uns zu lassen und eine bessere Politik aufzusetzen. Das wird das sein, was wir in den nächsten Wochen und Monaten machen werden. Aber ich muss auch zugeben, es wird nicht alles einfach werden. Man kann nicht so viel Fehlentwicklung innerhalb von kurzer Zeit wieder gut machen. Das geht nicht. Das heißt, wir werden sicher eine gewisse Zeit brauchen, um all die Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden, wieder gut zu machen. Und deshalb, Herr Kanzler, Sie haben heute ja schon gedroht, Sie haben uns schon gesagt, dass die Bevölkerung wird sich auflehnen gegen diese neue Politik. Ich kann mir das schon gut vorstellen. Auch die Grüninnen, die werden wahrscheinlich jetzt von Berufspolitikern zu Berufsdemonstranten werden. Das wird sicher so sein. Und sie werden diesen neuen Weg, diesen besseren Weg für Österreich natürlich bekämpfen. So wie auch ihre Vorfeldorganisationen, das sie ja auch jetzt schon tun. Von der Arbeiterkammer bis zur Gewerkschaft und viele, viele andere, die auch vom Staat leben und letztlich nicht wahrhaben wollen, dass es einen Wandel in diesem Land braucht. Wir brauchen eine bessere Politik. Wir brauchen keine sozialistische Politik. Wir brauchen eine Politik, die die Menschen im Mittelpunkt hat. Und das kann nur eine soziale Heimatpartei leisten, die nicht auf die eigenen Leute vergisst, so wie Sie das getan haben. Das heißt, was Sie gemacht haben, war eine Klientelpolitik, wo Sie viel Geld ins Sozialsystem gepumpt haben, um es den falschen Leuten, nämlich jenen, die Sie wählen, zukommen zu lassen und nicht jenen, die es tatsächlich brauchen. Das ist ja das Problem. Und deshalb, ja, wir werden Österreich auf einen neuen Weg führen. Ja, Österreich braucht diesen neuen Weg. Aber wir werden zwar vieles anders machen, aber nicht alles. Und auf jeden Fall werden wir ganz, ganz viele Dinge besser machen, als Sie es gemacht haben. Vielen Dank.